Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Legends of Pegasus. Ja, seit dem letzten Mal hat sich leider nicht wirklich sehr viel getan. Also man hat noch nicht wirklich einen neuen Patch herausgebracht. Es ist eigentlich immer noch auf derselben Version, wie ich Eingangspause war. Ich spiele hier zwar immer mal wieder, benutze hier einen und denselben Speicherpunkt, was mich jetzt allerdings daran erinnert, dadurch, dass ich jetzt aufnehme, sollte ich noch einen zweiten Savepoint nehmen. So, das Spiel ist halt immer noch extremst verbuggt und ja, es hat sich ja nicht wirklich irgendetwas geändert. Hier auf diesem Planet bin ich jetzt mal massenhaft auf Schwerindustrie gegangen. Da will man da vielleicht in der Galaxie... Oh, halt, nee, pass auf. So, jetzt hat. Wollte gerade sagen, das kann es ja mal gar nicht sein. Warum bin ich hier so enorm im Minus? Für die Schiffs... Produktion, das letzte Mal habe ich es, glaube ich, ja schon erwähnt. Man muss erst die... Ne, mittlerweile ist es ja so, er sucht ja automatisch die mittlere Schiffswerft heraus, um dann Kreuze und sonstiges zu bauen. Aber das ist hier ja noch lange nicht fertig. 25 Züge. Oh mein Gott, das dauert lang. Ja, unsere Verbündeten haben das Ganze auch einigermaßen überlebt. Diese beiden Planeten habe ich auch schon besiedelt. Mal ein bisschen mehr mit Gebäuden herumgespielt. Hier die Universität, wo ich aufgebaut habe. Labor ist Standard. Ich glaube, nochmal ein Labor ist das hier. Ja, für die Kulturpunkte-Generierung, dass die Leute einigermaßen glücklich bleiben und so. Ja, es ist natürlich schade, dass Calypso jetzt hier irgendwie noch nichts herausgebracht hat. Es gibt zwei Möglichkeiten, warum sie das machen. Auf der einen Seite sagen die sich, okay, wir bringen das Spiel vielleicht raus, sobald wir wirklich, oder wir bringen den nächsten Patch raus, sobald alles fertig ist, ne? Oder sie sagen einfach, keine Lust mehr dran. Was ich aber eher weniger glaube. Also ich hoffe wirklich sehr, dass man halt erst dann einen Patch rausbringt, wenn alles funktioniert. Das wäre natürlich schon von Vorteil, weil ansonsten hat man dauernd Baustellen. Was nutzt es mir, wenn ich Kapitel 2 abschließen kann und dann in Kapitel 3 wieder diese enormen Probleme habe? Meine Meinung dazu zumindest. Jetzt ist natürlich die Frage, die, ich kann es natürlich nochmal versuchen, auf diese Art und Weise, wie ich es jetzt hier gerade alles aufgebaut habe. Also ich halte mich hier strikt an diese ganzen Aufgaben, mehr oder minder. Und mache natürlich erst den Schiffbau dann, wenn ich die Kreuzer bauen kann. Stehen hier unter schwerem Beschuss. Die natürlich dann enorm cool mit Waffen aufrüsten kann. Ja, ansonsten sieht eigentlich die ganze Angelegenheit immer genauso auf. Runde beenden, Runde beenden, Runde beenden und dann warten, bis die Forschung abläuft. Hier die Angriffe ständig abfangen. Von meinen ganzen Schiffen sind nur noch hier diese vier übrig geblieben. Die zwei kleineren Schiffe, die sind, naja, gleich gefallen. Die halten nicht so viel aus. Das Kolonieschiff, ja. Wir haben unser Ziel zerstört. Sagen wir es mal so, das hält auch nicht so viel aus. Und dann habe ich das einfach mit Absicht vernichtet. Diese Schiffe hier schlagen sich sehr gut gegen die angreifende Flotte. Wir stehen unter feindlichem Beschuss. Hier oben, das Grüne ist übrigens die strukturelle Integrität. Das Rote ist die zusätzliche Panzerung, die auf dem Schiff installiert worden ist. Das Blaue sind die Schilde. Nur als Information. Ja, ich habe dann eigentlich mal gedacht, ich lasse einfach meine Schiffe hier stehen und gehe in der Zwischenzeit, was weiß ich, irgendwas machen. Aber wie man sieht, diese beiden Fregatten fliegen immer irgendwo hin und ja, das war's dann. Und dann braucht das Stunden, bis die Destroyer hier diese Fregatten niederschmetzeln. Was sehr angenehm ist. Sir. Roger. Auf der einen Seite freue ich mich, wenn ich dann die Kreuzer habe, dann ist hier Ziel zerstört. Das zumindest mal relativ schnell vorbei. Das frisst halt echt enorm viel Zeit. Also ich glaube, ich habe bis zu diesem, ich muss jetzt gleich mal gucken, bei welcher Runde ich bin, 2 Stunden gebraucht. Wenn man sich das mal hochrechnet, so eine Viertelstunde mache ich ja pro Folge. Es passiert halt nicht viel. Gut, man kann das natürlich mit Reden überbrücken. Es gibt immer was Interessantes zu entdecken. Ich wiederhole. Ziel vernichtet. So, wenn ihr sagen tut, okay, komm, mach das. Das ist mir egal. Hauptsache das Spiel läuft. Hauptsache ich laber irgendwas Blöds daher. Dann würde ich das Let's Play einfach so weiter fortführen. Ansonsten würde ich sagen, ich warte einfach, bis wirklich der Final Patch da ist. Und bis es ordentlich weitergeht. Zumindest bis der nächste Patch da ist.
dann noch etwas. Ich packe das auch unten in die Videobeschreibung hinein. Ja, man sieht hier 324 Züge habe ich hier schon gemacht. Also, puh, voll viel. Und hier oben Forschung, gut, die geht gut voran wegen den ganzen Forschungseinheiten, die ich habe. Ich war hier mal, glaube ich, bei 54 Zügen. Also, da bin ich richtig gut weiter runtergekommen. Nein, was ich sagen wollte, Calypso Games, für all jene, die das noch nicht wussten, hat eine Entschädigung für all jene oder gibt jedem eine Entschädigung für diejenigen, die dieses Spiel hier haben. Ich packe den Link in die Videobeschreibung hinein zum Forum. Und dort könnt ihr dann den Kaufbeleg an die schicken. Und dann erhaltet ihr zwei Spiele als Entschädigung. Einmal Patricia 4 und Dungeons, zwei Steam-Exklusivtitel, also ja gut, benötigt so oder so Steam. Ich weiß gar nicht, ob hier das Spiel hier auch ohne Steam funktioniert. Also entweder A, ihr scannt halt den Kaufbeleg ein, wenn ihr das irgendwo im Laden gekauft habt. Oder so wie ich es gemacht habe, ich habe es überhaupt mit PayPal bezahlt und habe dann einfach da diesen Beleg dann den per E-Mail zugekommen lassen. Dann habe ich das auch sehr, sehr flott bekommen. Also einen Tag später hatte ich dann die E-Mail mit den zwei Codes drinnen. Wie ihr dann diese Spiele bei Steam freischaltet, schreiben die euch auch schön in die E-Mail hinein. Das ist also überhaupt nicht das Problem. Sind zwei sehr alte, was heißt sehr alte Spiele? Patricia 4 ist, glaube ich, 2010 rausgekommen und Dungeons, ich weiß nicht, wann es erschienen ist. Aber auch ein sehr lustiges Spiel auf der einen Seite. Wenn man das Original kennt, nicht ganz mehr so, das, naja. Wie man jetzt dann hier schön sieht, das ist halt echt ein schöner Intervall. Ständig kommen sie an. Man geht her. Wenn die hier so ein bisschen knubbeln, das habe ich auch schon festgestellt, die Geschosse treffen nicht immer das Schiff. Fliegen da auch mal vorbei. Also ich mache das. Na komm, bald eher den Schmutz. Ich gehe da eigentlich her und sag dann so, wenn die hier so drinnen rumknuppeln, nämlich das Schiff und die beiden Schiffe außen dran, fressen auch ordentlichst Schaden. Ich hatte es auch schon ein paar Mal gehabt, dass dann eines der äußeren Schiffe eher kaputt gegangen ist. Aber ansonsten ist es halt doch sehr ja spannend, dabei immer so zuzuschauen. Meistens scanne ich mich so weit rein, dass ich gerade noch so den Zielcursor bekomme und mache dann irgendein Spiel auf dem Handy. Ja, Füße hochlegen oder Musik lasse ich laufen. Wenn ist unsere der Geier. Schilde weiter so schwere Schäden hinnehmen müssen, werden halt, sie bald ausfallen. Ein sehr monotones Spiel. Unsere Schilde sind schwach. Gut, wenn man es halt da spielen muss, ne? Beziehungsweise wenn man weiß, was einen erwartet, man kann das Ganze natürlich auch beschleunigen, indem man sehr viele von diesen kleinen Schiffen macht. Geht ja auch rein theoretisch, ne? Wir können nachher mal gleich in die Schiffe nochmal reingucken. Unsere Schilde fallen jeden Moment aus. Da werdet ihr das sehen, weil diese Fregatten hier, die fliegen ja nicht umsonst hier die ganze Zeit umher. Ich meine, die fliegen ran, kommen in Reichweite, fangen an zu feuern und fliegen dann einfach auch wieder raus. Und wenn unsere der Zwischenzeit weiter so rausfahren, müssen, werden sie bald regenerieren sich die Schilde wieder. Etwas zumindest. Also von daher, es dauert schon richtig lange, so eine kleine Fregatte hier mal niederzumachen. Einmal hat der Gegner das gemacht. Ich weiß nicht, ob das verbuggt war oder ob das geplant war. Also dieses eine Schiff die ganze Zeit so im Kreis geflogen. Ich habe gedacht, ich flipp aus. Deswegen ist hier oben, hier war ja auch nochmal eins von denen. Wie heißen die nochmal? Lil? Bestimmt. Ach, das ist dieser Name, den man nicht so gut aussprechen kann. Auf alle Fälle ist er da vorbei und hat auch dieses Schiffchen da angegriffen. Irgendwie sind das auch nur. Unseren Schilden ja, geht die Energie aus. Weiß nicht. Was sind das für Dinger? Das Dreieck ist ein bisschen zu groß. Ne? Das sind ja Jäger. Nicht mehr, nicht weniger. Also ein Fighter würde ich das eher... Ja gut, okay, Starfighter passt schon mit Jäger. Lassen wir das mal so gelten. Naja, wir sind einsatzbereit. Auf jeden Fall, wenn man hier seine Was Leute nicht dauernd tun, irgendwie hin und her schickt, machen sie nichts mehr. Ja, irgendwann schlafen aber diese Schiffchen auch ein, warum auch immer. Ja, Sir. Und zum Ende setze ich die eigentlich immer hier runter. Angriffsanflug abgeschlossen. Ja, dann werden die auch automatisch repariert, wenn sie mal Schaden nehmen, was eigentlich eher selten ist. Ich habe ja gesagt, Schiffe mal anschauen. So.
hier diese Korvette, okay, die finde ich wirklich irgendwie blöde. Naja, ich meine, für Jäger und Fregatten, aber wenn man sich da einfach mal anschaut, da kriegst du nichts drauf auf das Schiff. Das ist irgendwie, ja, und dafür, dass es halt ein, Korvette, ich weiß nicht. Korvette würde ich das eigentlich eher nicht nennen. Für eine Korvette ist mir das viel zu klein. Wenn das da hier so doppelt der Waffenslot wäre und hier hinten dann eher noch, ja gut, kommt, das kann sich dann auch schon wieder auf selber drauf raus, ne? Aber, ja, auf alle Fälle zur Bekämpfung von Jägern und Fregatten. Also gegen eine Fregatte würde ich das Schiff auf gar keinen Fall einsetzen, denn so eine Fregatte, ja, wie man halt sieht, kriegt die halt nochmal ein bisschen ordentlich was unter. Und die Fregatten sind natürlich super gut gegen Korvetten. Gut, gegen andere Fregatten, logisch, 1-1, kommt halt immer drauf an, wie dann die Bewaffnung des Feindes ist. Und natürlich die Zerstörer. Zerstörer, groß, behäbig, drehen sich schwer und so weiter. Also schon mal nicht verkehrt. Hier haben wir dann schon mal die Zerstörer. Das ist natürlich mal super gegen die Kreuzer, weil die Kreuzer sind noch größer, noch behäbiger. Allerdings weiß ich nicht so recht. Wenn ich mal gucke, was ich auf hier so einen Kreuzer drauf kriege, ne? Auf so einen Zerstörer drauf kriegt, im Gegensatz einfach wirklich mit jemand zu so einem Zerri, Kreuzer. Jetzt habe ich es total versaut, ne? Also nochmal. Wenn ich mal gucke, was ich hier auf dem Kreuzer drauf. Oh, es ist düster. Wenn ich mal sehe, was ich hier auf einen Zerstörer drauf bekomme. Also ich habe hier einen großen Waffenslot. Klar, ich könnte hier noch einen Zusatz, oder? War das das da hier, ja? Ja, dürfte ich das auch mal andocken? Hallo. So, dann kriege ich hier zwei ganz große Waffen drauf. Von den Waffen habe ich, glaube ich, noch gar keine, genau. Die Waffen sind geil. Und wenn ich jetzt halt mal schaue, was ich auf dem Kreuzer drauf kriege. Und da bekomme ich halt eben zwei unterschiedliche Module drauf. Einmal das da und das schwere Zivilmodule. Zivile Module habe ich nicht, dann kriege ich auch nur zwei drauf, ne? Aber ich habe hier halt wesentlich mehr Energie und Power und so weiter und so fort. Also würde ich nicht gerade einen Zerstörer gegen den Kreuzer schicken. Na gut, könnte sich doch einigermaßen gut vielleicht ausgehen. Trefferpunkte 1400, das ist dann der grüne Balken. 1000. Leichte Türme 6. Ja, gut, okay, es geht doch einigermaßen. Ja, naja. Sind die dann gut gegen Schlachtschiffe? Stimmt. Schlachtschiffe, das Größte, was es hier drin gibt. Zumindest laut Infotext von diesem netten Spiel. Ja, wie gesagt, schwere Zivilmodul ist auch gleich fertig. Ja, und so klicke ich mich halt durch. Ich weiß ja, was ich so ungefähr brauche. Gut, hier Schlachtschiff, dann bräuchte ich halt die größte Schiffswerft. Die müsste ich dann auch erst noch freibauen. Ich glaube, hier, das sind dann schon mal die 1x3, genau. Die will ich ja dann auch noch unbedingt haben. Elektrik, ja, die Panzerung hier auf alle Fälle. Verteidigung brauche ich auch. Ich glaube, Laser. Das ist auch so ein bisschen buggy noch, dass man da hier unten nicht sieht, was ist noch dabei. Halt. Das wollte ich so nicht. Erst Waffen. Wenn wir schon die Menschen spielen, die mal hier den feindlichen Aggressor spielen, müssen wir das auch richtig ausnutzen. Kulturbedarf hoch. Ja, da müsste ich halt echt noch kulturelle Sachen mal pushen. Aber das kann man ja auch hier mit solchen Sachen machen. Also nicht schlecht. Braucht zwar von Anfang an schon ein bisschen wenig Kulturbedarf. Hat jede Menge Einwohner, oder erhöht ja die Bevölkerungsanzahl, ist nicht schlecht. Da dürften sich die Unterhaltskosten dann auch gerade so wieder ausgehen. Das ist sehr schön. Da muss man immer gucken, wie sich das einpendelt. Raketenwerfer, habe ich gesagt. Ja, wie gesagt, leider hat das wohl nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Da Calypso einfach noch keinerlei Patches nachgereicht hat. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht wusstet oder noch nicht gemacht habt, sendet einfach mal den Kaufbetrag, den Kaufbeleg an diese E-Mail-Adresse. Wie gesagt, ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Lohnt sich. Ich meine, geschenkten Gaul schaut man ungern ins Maul. So, einmal hier speichern und einmal. Hey! Hey! Das hängt auch ab, Mann. Einmal hier speichern. Geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul. Die zwei Spiele. Ja.
ist zumindest eine nette Geste. Auf jeden Fall. Hätte besser sein können, aber ich meine, wann bekommt man schon mal sowas? Ich hoffe selber, dass die das Spiel einfach wirklich noch hinbekommen. Würde mich sehr freuen, weil mir das Spiel hier etwas mehr Spaß macht, wie jetzt die anderen Spiele in der Art und Weise, wo da draußen gekommen sind, weil man hier einfach wirklich so ein bisschen hier noch den Echtzeit-Raumkampf hat. Und das finde ich einfach das Tolle daran. Daher, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr sagt, kommt, macht trotz alledem mal weiter. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht haben wir ja Glück und dieser Bug trifft einfach nicht ein. Dann schauen wir mal, wie weit wir im nächsten Kapitel kommen. Ich nehme mal einfach an, dass das Ende von dem Spiel da einfach nur fehlt. Das ist dann einfach vielleicht so, das Kapitel ist jetzt beendet. Sehr schön oder, ja, keine Ahnung. Was danach kommt. Ja. Ich richte mich da ganz nach euch. Oder wenn ihr sagt, nee, komm, wart bis da der Patch draußen ist und dann genießen wir das ganze Spiel einfach total bugfrei, am besten Fall, dann werde ich natürlich dieses tun. Ich werde ansonsten schauen, dass ich mal wöchentlich einen Update-Bericht hier zu dem Spiel herausbekomme, damit ihr auch auf dem Laufenden seid, wie es denn weitergeht. Ansonsten war es das dann auch schon. Okay. Danke fürs Zusehen, ich freue mich schon auf die Kommentare und bis dann, baba!